Freue mich, dass Sie teilnehmen an dem Workshop. Ich speichere jetzt einmal kurz noch die Teilnehmernamen. Das mache ich aus dem Grund, dass das Ganze ja DSGVO-konform sein muss, wenn wir das aufzeichnen. Und falls Sie im Nachhinein nochmal sagen, nee, ich will hier nicht aufgenommen sein, das hat mir nicht gepasst, dann können Sie sich melden und andersrum wissen wir jetzt dann, wer dabei war, von wem wir noch eine Einwilligung brauchen oder so. Aber jetzt genug mit dem Technischen. Ich blende hier das mal wieder aus. Und ja, wir fangen an mit dem Workshop. Sie sehen unten schon die Folie eingeblendet, das interaktive Video. Und Sie sehen auch schon zu dem Bild, was wir vorhin hatten, ist hier Embed mit John Cleese ein interaktives Video. Das ist jetzt der erste Punkt, an dem wir starten. Das ist eben so ein Lernelement, ein interaktives Video, das ich vorige Woche in H5P erstellt habe und zu dem ich Sie jetzt einladen würde, sich das anzuschauen. Ich kopiere jetzt einen Link aus meinem Browser und schicke den in die geteilten Notizen, sodass Sie auf die Webseite gehen können. Also es öffnet sich eine Webseite, eben dieses apps.zoom.de, also die Zentrale für Unterrichtsmedien, in der Sie dann mein interaktives Video finden, was genau das ist, was hier unten eingeblendet ist auf dieser Folie. Bevor Sie das starten, ich hoffe, Sie haben es noch nicht gestartet, würde ich noch kurz was zur Struktur des Workshops sagen, zum Ablauf. Das sehen Sie jetzt auch unten in der Folie. Also das Erste wäre, oder das ist der Ablauf, nachdem wir jetzt gemeinsam, jeder für sich, dieses Video uns angeschaut haben, geht es um die Auswahl des Inhaltstyps, beziehungsweise bei uns ist das ja schon gesetzt, das Video und im praktischen Teil den Upload eines Videos, beziehungsweise die Einbindung eines Videos von YouTube oder Vimeo oder einer anderen Quelle. Dann darum, die Interaktion zu erstellen. Eben nachdem man das Video hat, kommt als zweites Element auf das Video, kommen diese Aktionen, was Sie gleich sehen werden. Dann gibt es einen Teil dazu, was mit diesen Aktionen möglich ist, was für eine Art von Kommunikation, Benutzerführung, Interaktion dadurch ermöglicht wird. Der dritte Punkt sind auch die Aktionseinstellungen. Das geht auch nochmal dazu, weil es zu dem Erstellen der Aktionen dann Unterpunkte gibt, was damit passiert und man muss noch andere Daten angeben. Als viertes, beziehungsweise dann das Speichern und die Vorschau, damit man sein Erstelltes sich auch anschauen kann, überprüfen kann, ob es so wird, wie man das gerne hat. Und Punkt 4, die Pflicht zur Urheberrechtangabe. Das ist eine Besonderheit, die besteht nicht generell bei H5P, sondern vor allem auf der Plattform, auf der wir uns bewegen, auf der apps.zoom. Auf dieser Plattform, wieso ich die auch sehr gut finde, ist es Pflicht, alle Urheberrechtsangaben zu tätigen, um diese App dann nachher veröffentlichen zu können. Das spielt auf das ab, was wir auf Punkt 5 haben, auf OER, Open Educational Resources, damit dieser Inhalt eben auch lizenzkonform geteilt werden kann und andere den nutzen können und auch weiter nutzen können. Dafür müssen die Rechte geklärt sein, sodass auch Sie, sollten Sie Lehrkraft später werden oder in welchem Kontext auch immer Sie das benutzen, auf der rechtlich auf der sicheren Seite sind und nicht jemand Sie wegen Urheberrechtsverletzung verklagen kann oder es Probleme geben kann. Und dazu kommt, also geht es dann in Punkt 4 und in Punkt 5 auch nochmal darüber etwas hinaus, über die Rolle. Man kann verschiedene Arten auswählen, was man mit diesem Material gemacht hat und ob man selber der Urheber oder was auch immer davon ist. Und die Weiternutzung. Alle Sachen, die Sie in H5P erstellen, können Sie, wie das Herr Eugster vorhin schon gesagt hat, auch weiter nutzen und nochmal teilen auf einer anderen Plattform nutzen oder mit etwas Vorgefertigtem weiterarbeiten. Was wir später machen werden mit dem Video, was wir uns jetzt dann anschauen. Dann müssen Sie auch nicht mehr nur zuhören, sondern können auch direkt selber was tun. Also ich würde Sie jetzt einladen, wenn ich fertig bin mit dem Sprechen, auf diesen Startbutton zu klicken auf der Webseite. Das sehen Sie ja dann, wenn Sie unten dieses Bild haben von dem Video mit dem Play-Button, einfach auf den Play-Button klicken. Dann startet dieses Video. Ich sage jetzt mal noch nicht viel zu dem Video. Klicken Sie sich einfach durch. Das ist das, was ich sagen würde. Und wenn Sie das gesehen haben, kommen Sie wieder zurück hier in den Raum, beziehungsweise loggen Sie sich nicht aus, sondern
wechseln wieder auf den anderen Tab, dass wir uns sehen können. Und wir unterhalten uns darüber, über das, was wir jetzt gesehen, gehört haben und wie für uns diese Erfahrung war. Und das ist der Ausgangspunkt, um damit dann weiterzuarbeiten, was Eigenes zu erstellen. Sodass Sie aber erstmal die Nutzererfahrung, die User Experience haben, bevor Sie ans Design einer Erfahrung, einer H5P-App gehen. Ja, Sie haben jetzt, denke ich, alle den Tab schon offen und sehen den Play-Button. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Das Video dauert so anderthalb Minuten mit dem Klicken. Ich würde mal sagen, so in 3, 4, vielleicht auch 5 Minuten, wenn es bei jemand länger dauert oder er genauer schaut, was gut ist, würden wir uns dann hier wiedersehen und sage erstmal viel Spaß. Tim. Why can't you do your work? You're at work. There isn't time. I have to go to meetings. Apologizing for being late because I've been kept at the previous meeting and leaving early, making arrangements to meet again to finish the meeting in order to get to the next meeting. This goes on till I leave work, when I can at long last start work. Done nearly 4 hours today. Do you think it would make things easier if I came and slept at the office? Why don't you come and sleep at the meetings? Everyone else does. In fact, if it wasn't for the sleep we got at meetings, we'd never be able to work. This isn't work, is it? Hmm? You are hereby summoned to appear. And that you did exceed the speed limit? Well, I was late for the meeting at the works, wasn't I? Meeting at the office went on for hours. Assaulting behaviour? Well, I didn't realise that motorcyclists cutting in and waving was a policeman, so... You waved back? In a way. Thursday afternoon. You won't be late for Thomas's, will you? No, it won't take long. It's a court case, not a meeting. Well, they're all the same thing, really, aren't they? What? A lot of people in a room, trying to establish what happened and why. Deciding what to do about it. Nothing like each other at all. In a court you have rules, procedures. It's all organized. Meeting, you just... Ich hoffe, Sie hatten jetzt die Zeit, sich durch diese App durchzuklicken und Sie geben mir jetzt, wie ich lese, schon Rückmeldung. Zum Beispiel Anne an dieser Stelle.
sind Vorladungen und Meetings das Gleiche, wird bei mir nach der Abstimmung immer wieder zurückgesprungen, sodass ich die Stelle erneut anschauen muss und die Frage erneut beantworten soll. Ist das gewollt oder liegt das an meinem Rechner? Das ist gewollt, beziehungsweise das zeigt eben genau diese verschiedenen Wege, wie man mit so einer Interaktion umgehen kann. Es kann also zu Irritationen kommen beim interaktiven Video, beziehungsweise kann man auch Schleifen zur Wiederholung eines Inhalts, einer Lernsequenz einbauen. Man kommt daraus, wenn man unten auf den Play-Button drückt. Katrin, hatte ich eben schon mal gesagt, war bei mir auch so. Ich habe unten auf den Play-Button gedrückt und es ging weiter. Genau, das zeigt diese verschiedenen Arten, damit umzugehen. Ich hatte Sie auch eingeladen, Sie können auch gerne, anstatt den in Chat zu tippen, sich so per Wort melden. Das wäre sehr schön. Ich würde jetzt gerne in eine kurze Diskussion mit Ihnen kommen darüber, wie Sie das erfahren haben, dieses interaktive Video, wie Sie sich da durchgeklickt haben, was Ihnen aufgefallen ist, wie Sie es fanden, ob Sie Probleme hatten, was Ihnen aufgefallen ist. Sie können das auch in den Chat schreiben. Aber ich würde mich auch freuen, wenn jemand das Mikrofon vielleicht vom Stummen, also nicht mehr stumm schaltet und sich mit mir unter uns unterhält, wir in eine Diskussion kommen. Ah ja, dann will jemand was sagen, sehr schön. Ja, also ich höre Sie. Okay. Ich hatte das Gefühl, dass es sehr schnell ging. Ich hatte irgendwie schnell den Überblick auch verloren. Also dann stoppten so diese Fragen auf und dann verschwanden sie auch, war auch sofort wieder. Ich wusste nicht so richtig, was ich mich damit umgehen soll. Also dann war ich auch an dieser Dauerschleife gefangen und wusste nicht, wie ich da rauskomme. Ja. So ging es mir. Ja. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Das war auch was, was ich nachher dann bemerkt habe, als ich diese App erstellt habe, dass es doch vom Timing recht schnell war. Ich wollte jetzt ein Video nehmen, was nicht zu lange ist für diesen Workshop. Und durch diese Kürze habe ich dann auch gedacht, naja, ich kann nicht zu viel reinpacken, aber ich will die Sachen auch nicht zu lang stehen lassen, damit das Video an sich auch noch wirkt. Und kam nachher auch genau an den Punkt, dass ich gedacht habe, ja, das ist was, das habe ich mir schon aufgeschrieben, wo es um Konzentration geht, wo man eben das anpassen muss an die Umgebung, an den Kontext, in dem man das nutzen will, wie lang bleiben diese Sachen stehen, wie viel Zeit gibt man für Interaktion, bevor was Nächstes kommt, wie komplex ist diese Interaktion. Das ist genau das Wichtige. Ich habe es aber so kurz gelassen, um vielleicht genau diese Irritationen zu erzeugen, damit Sie selber am eigenen Leib erfahren, okay, man muss ein bestimmtes Timing vielleicht einhalten oder ein bisschen mehr drauf geben, weil Leute das erste Mal mit sowas konfrontiert sein können und sich erstmal zurechtfinden müssen, überhaupt in dieser Art der Interaktion. Ging es, wie ist es denn vielleicht, die Katrin möchte noch was sagen oder schreiben, wie sie es empfunden hat. Sie hat ja dann anscheinend relativ schnell den Weg aus diesem Loop gefunden, wie man da rauskommt, dass man einfach Play drückt und es dann weitergeht. Ja, sehr schön. Also es ging nicht so schnell. Ich habe auch 3 oder 4 Mal auf Weiter geklickt, bis mir aufgefallen ist, okay, ich komme immer wieder zur gleichen Stelle. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann drückst du halt unten drauf, vielleicht pausiert dann das Video oder es geht halt weiter und es ging dann halt weiter. Bei mir ist es auch so vorgekommen, dass es schon relativ schnell ging mit den Videos und wenn die Fragen aufgeploppt sind. Was mich im ersten Moment auch irritiert hat, ist, dass das Video auf Englisch war. Also nicht, dass ich es nicht verstanden hätte, aber ich habe halt im ersten Moment mit was Deutschen gerechnet. Ja, ja, richtig, richtig. Das ist also dem geschuldet, dass ich auch schauen musste, was ich lizenzmäßig finde, was ich nutzen kann und auch was mir gefällt und was irgendwie sowas, ich wollte was das Ganze auch mit einem leichten, also irgendwie lustig und unterhaltsam darstellt. Und bin dann auch darauf gekommen, na gut, das ist jetzt britisches Englisch, was schon recht schwer zu verstehen ist, habe das aber als Anlass genommen, daraus eben so eine Lern-App zu machen, wo es um Sprachverständnis geht. Das kommt drauf an. Ich hoffe, ich habe dann auch gedacht, na, es wird ein Publikum im Workshop sitzen oder Teilnehmer, die wahrscheinlich das schon verstehen. Und wenn man nicht jedes Wort versteht, ist es durch diese Loops, das ging mir selber auch so. Ich hatte Momente, wenn die Frau sich mit ihrem Mann unterhält, was ich nicht verstanden habe, aber durch diese Loops bin ich immer mehr in die Sprache reingekommen, auch was einen Lerneffekt erzählen kann. Genau, das Timing ist da wirklich sehr schnell. Das habe ich eben als Anlass genommen, als Einstiegspunkt eben genau diese User Experience zu haben, zu merken, okay, das ist
war schon so angelegt, dass es eigentlich zu schnell ist, um bei ihnen das aufzuzeigen, wie man damit umgeht. Also ein von mir eingebauter Fehler so gesehen, vielleicht wenn man es so sehen will. Aber dass ja heutzutage auch so ist, dass man relativ schnell, gerade wenn man viel mit Internetvideo und so zu tun hat, dass da eh der Pace heutzutage schon recht hoch ist, was vielleicht auch, ja, die Konzentration, also man muss sich dann wirklich konzentrieren und bei dem Ding sein, wird nicht so, kann nicht so leicht aussteigen, wird abgelenkt, um einen vielleicht positiven Teil davon zu betonen. Gut, gab es noch andere Punkte, die Ihnen aufgefallen sind oder wo Sie hängen? Ja, sehr gerne. Ich finde das Prinzip erstmal eine coole Sache, weil man eben so ein kurzes Video oder irgendwann auch ein längeres Video eben nochmal ganz anders aufbereiten kann. Man sitzt jetzt nicht nur da, guckt sich das vielleicht auch 15 Minuten an und denkt sich dann, was habe ich mir eigentlich gemerkt? Und man ist dann nochmal ein bisschen mehr gezwungen, irgendwie hinzuhören, wenn man gerade auch Fragen beantworten muss oder so. Und ich glaube, dass wir jetzt alle erstmal ein bisschen irritiert waren, weil wir es noch nicht kannten. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, ganz natürliches Phänomen, dass man sich erstmal an was gewöhnen muss, was neu ist. Und wenn wir jetzt irgendwie das sechste Video in der Art gucken, dann wissen wir, ah, okay, hier kommen jetzt vielleicht ein paar Fragen, da muss ich ganz anders darauf hören. Und ja, ich glaube, das muss sich einfach noch ein bisschen etablieren und das Prinzip ist erstmal eine coole Sache. Ja. Sehr schön, das freut mich. Das ging mir selber auch so im Erstellen dieses Videos, dieser App, dass man ja sich erstmal vertraut macht. Ich auch erstmal geguckt habe, was für Art von Interaktion gibt es, wie lange bleiben die stehen. Es gibt vorgefertigte Zeiten, wo man dann aber irgendwann anfangen kann oder anfängt automatisch mit dem Timing zu arbeiten. Also ja, genau darum geht es. Und das ist genau das, denke ich auch, das ist eine Erfahrung, Medienkompetenzsache, das ist für uns alle was Neues und da müssen wir erstmal reinkommen. Aber es hat gerade auch durch dieses Pace hat es was sehr motivierend und auch konzentrationsfördernd, denke ich, sein kann, wenn es richtig eingesetzt ist. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich dann mal einsteigen in Punkt 2, den Sie hier unten sehen, Interaktionen erstellen und bearbeiten. Ich würde Sie jetzt noch mal kurz fragen, haben ein paar von Ihnen das geschafft, sich bei Zoom-Apps anzumelden? Ich sehe einen Kopfnicken und warte jetzt mal, ob was im Chat kommt, da wird was getippt. Wenn nicht, ist es auch kein Problem. Sie können dann gerne eben nicht apps.zoom.de, sondern wie vorhin in der anderen Präsentation, ich springe noch mal gerade rüber und hole mir das hier noch mal raus, H5P, also Einstieg H5P.de anwählen, ansurfen. Ich setze es hier auch in die geteilten Notizen. Und in den Chats. Da müssen Sie sich nicht anmelden und können trotzdem jetzt mit mir zusammen eine App erstellen oder sich durchklicken. Das wäre eben jetzt das, was wir jetzt tun. Interaktion erstellen, beziehungsweise der erste Punkt natürlich erstmal die Auswahl des Inhaltstyps und das Hochladen oder Einbinden eines Videos, damit wir dann auf dieses Interaktion setzen können. Das sehen Sie jetzt hier unten eingeblendet. Wenn Sie jetzt auf der Webseite apps.zoom.de oder Einstieg h5p.de sind, kommen Sie in einen Bildschirm, wenn Sie dann auf Apps klicken. Ich kann hier auch mal simultan das noch machen. Einen kleinen Moment. .zoom.de. Ich schiebe dieses Tab rüber, dass Sie das sehen. Genau, Sie klicken jetzt auf... Also wenn Sie das geschafft haben, sich anzumelden, das sehen Sie hier oben, bei Ihnen ist dann hier anmelden, dann können Sie sich anmelden und sonst App erstellen, hochladen und dann kommen Sie zu diesem Bildschirm oder Frame und in dem bisschen runtergescrollt hier wählen Sie aus und hier haben Sie das interaktive Video. Ich habe auch deswegen Zoom-Apps ausgewählt als Plattform, weil es unter der Webseite h5p.org im Moment leider nicht mehr möglich ist, interaktive Videos zu erstellen. Vielleicht wegen Corona, dem Traffic auf dem Server mit Videos ja sind relativ viel Daten verbunden. Kann aber auch andere Gründe haben, Urheberrecht, es ist ja amerikanisch, da wird natürlich auch viel geguckt und dann vielleicht aus YouTube kopiert.
Und ja, wenn Sie auf Einstieg, da können wir auch Einstieg H5P.de sind, gehen Sie einfach hier auf Inhalt erstellen und kommen zu demselben Bildschirm, den Sie in der Präsentation sehen. Und wir sind jetzt hier, wählen interaktives Video aus und dann kommt ein Pop-up-Fenster, was Sie hier unten eingeblendet sehen, in dem entweder ein Video hochgeladen werden kann, wenn Sie vielleicht auf dem Computer was haben, wo Sie wissen, okay, ich habe jetzt irgendwie mal gefilmt, wie ich irgendwo lang gehe oder irgendwas Lustiges, Kleines, wo ich auch selber die Rechte dran habe, dann können Sie das hochladen oder was haben, wo Sie wissen, das ist gemeinfrei oder unter einer Lizenz, die das ermöglicht, Creative Commons, CC BY SA, also nur Namensnennung und Sie können das nutzen, dann können Sie das hochladen. Es empfiehlt sich jetzt aber eigentlich einfach was von YouTube zu nehmen. Sie müssen das ja nicht nachher veröffentlichen. Wir sind im Lehrkontext, das ist kein Problem. Sie können in einem Video, YouTube-Video wählen, die URL hier in diese Adresszeile eingeben und dann wird dieses Video eingebunden und Sie können hier zu diesem Screen wechseln. Wenn Sie selber ein Video hochladen, wichtige Informationen, müssen Sie, wie hier in der Präsentation gezeigt, das Video zweimal hochladen. Das ist einmal im MPEG-4-Format und einmal im WebM-Format. Das hat den Hintergrund, dass H5P eben plattformübergreifend ist und sein möchte und diese beiden Videoformen dann hinterlegt werden und das Video damit in jedem Browser auf jedem Betriebssystem abgespielt werden kann. Manche Betriebssysteme unterstützen MPEG-4 nicht, was eigentlich der absolute Standard ist. Für die ist dann WebM, beziehungsweise WebM ist auch ein Standard, der schneller abgespielt werden kann, wo die Dateigröße kleiner ist. Wenn Sie was hochladen, können Sie hier auch die Videoqualität beschreiben in diesen Eingabefenstern, was es den Nutzern dann erleichtert, das sich anzuschauen. Sie wissen vorher schon, wie groß ist das, was für ein Endgerät kann ich als Lehrkraft zum Beispiel nutzen, damit das Video auch noch gescheit aussieht. Wenn es recht klein ist, kann es auch auf dem Handy ganz gut angesehen werden. Ein Full-HD-Video auf dem Handy, wenn Sie es im Schulkontext machen und Schüler arbeiten mit dem Handy, dann wird das schon schwer. Außerdem ist die Traffic-Rate natürlich höher. Es empfiehlt sich also, Videos zu nehmen, die nicht über 720p liegen. Und welche Auflösung und so können Sie auch bei uns auf der Webseite finden, also unter d3.germanistik-halle, unihalle.de. Da gibt es Starter-Kits zu multimedialen Dateien im Homeoffice, wo Videokodierung und sowas erklärt ist, dass Sie ein Video finden, was auch gut dargestellt werden kann, was nicht zu groß ist, die Datenrate passt. Wenn Sie das interessiert, schreibe ich das gerne noch in den Chat. Nachdem wir das gemacht haben oder Sie jetzt an Ihrem Bildschirm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der eine oder die andere zwei Bildschirme hat, sodass Sie auf einem Bildschirm mich noch sehen können und die Präsentation beziehungsweise meinen geteilten Bildschirm und auf dem anderen vielleicht den Browser aufhaben, auf dem Sie dann Ihre App erstellen und sich mit mir durchklicken. Die zweite Folie, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, nee, Moment, jetzt haben wir was übersprungen. Das ist das, genau. Die Interaktionen erstellen. In diesem Reiter, den Sie hier sehen, also im ersten war es eben, wir laden ein Video hoch oder zwei, wenn es ein selber gemachtes Video ist. Das muss dann noch umformatiert werden. Da gibt aber Zoom-Apps, wenn Sie das tun, direkt noch eine Anleitung, wie das geschieht. Wenn Sie ein YouTube-Video eingebunden haben, können Sie auf das zweite Schritt 2 Interaktion hinzufügen klicken. Das ist genau das Fenster, wo jetzt das Interaktive passiert und wo man sehr viel Zeit drin verbringt. Also um es grob einzuschätzen, in meiner App sind schätzungsweise 10, 12 Stunden, schätze ich, gelaufen oder vielleicht 15 mit immer mal wieder reingucken, immer noch mal was machen. Ich bin aber auch recht perfektionistisch, weil ich aus dem Grafikdesign und Film komme teilweise. Das geht auch schneller, wenn es nicht ganz so schick sein muss. Und hier können Sie eben verschiedene Interaktionsformen auswählen. In der App, in dem Video hatte ich Ja-Nein-Fragen. Wir hatten so einen Entscheidungsbaum. Wir hatten
ganz am Anfang ein Mouse-Over. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere das gesehen hat. Sie haben einen Avatar von mir eingeblendet gesehen. Man kann auch ganz simple Interaktionen machen, indem nur wenn die Maus darüber geht, was eingeblendet wird. Solange man da drüber ist und wenn man weggeht, ist es weg. Das Video wird nicht gestoppt, man muss nichts klicken. Das ist einfach nur so ein, ja, so ein Punkt, wo man eine Information weitergeben kann oder schauen kann, wer so fit ist und das merkt und das rausbekommt. Und wenn Sie sich für einen Typ der Interaktion entschieden haben, den Sie einbinden wollen, dann sind Sie auf diesem hier rechts zu sehenden Teil der Präsentation, der anzeigt mit einem Timecode, Anzeigezeit, wo diese Interaktion eingefügt wird, wie die aufploppen soll, ob es einen Button gibt, also was Kleines, auf das Sie klicken und dann erscheint der Inhalt oder ein Pop-up-Fenster. Und hier ist es jetzt der Single-Choice-Set, also wo Sie einfach eine Antwort auswählen. Für diejenigen, die es geschafft haben, sich bei Zoom-Apps anzumelden, auch bei den anderen wäre es auch bei H5P-Einstieg müsste es gehen. Sie können meine App über diese Button, die Sie ja, die Herr Eugs da auch eingeblendet hat, hier unten drunter, ich bringe nochmal schnell in der Präsentation, Reuse, Embed Share unter Reuse, da können Sie draufklicken und meine App als H5P-File runterladen und die auf Einstieg H5P hochladen und können mit dem weiterarbeiten, was ich erstellt habe. Können meine Interaktion zum Beispiel länger machen, damit das Video, die Interaktion leichter zu sehen sind, man mehr Zeit hat zum Klicken. Auch ein Vorteil von H5P, man muss nicht bei Null anfangen. Man kann was Vorgefertigtes nehmen, um sich einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen oder was man gefunden hat, was man nicht ideal findet, an die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder zu verbessern. So, ich springe nochmal zurück. Wir sind jetzt bei Punkt 3. Interaktionseinstellungen, Speichern und Vorschau. Ich würde jetzt mal zum Browser hier wechseln und mit Ihnen da durchgehen. Wir sind eben jetzt wieder bei der Zoom-Apps und können hier, weil ich angemeldet bin, kann ich auf meinen Avatar klicken und sehe, ich habe eine App hier veröffentlicht, klicke auf die und komme, wenn eine App veröffentlicht wird, die von mir ist, in dieses Menü. Bearbeiten, Veröffentlichung zurücknehmen und löschen. Erklärt sich von selber. Veröffentlichung zurücknehmen. Achtung, alle, wenn Sie da drauf klicken, alle Urheberrechtsinformationen, die Sie hinterlegen müssen, was viel Zeit kostet, werden dadurch gelöscht, hat Marie Günzel herausgefunden. Also nicht wirklich zu empfehlen. Dann ist zwar der Inhalt noch da, aber Sie müssen alle Urheberrechtsinformationen nochmal eintragen, wenn Sie die nochmal veröffentlichen wollen. Wir klicken jetzt oder ich klicke auf Bearbeiten, um mit Ihnen durch ein paar Sachen mich durchklicken zu können. Wir sind bei Interaktion hinzufügen und hier sehen Sie natürlich dieses Pop-up, was man einfügen kann. Allgemein ist dazu zu sagen, hier oben gibt es diesen Button Tour. Wenn Sie auf den klicken, kriegen Sie eine kleine Einführung, was wo passiert, wenn Sie wo klicken. Sehr zu empfehlen. Und wenn Sie eben meine App runtergeladen haben sollten und damit weiterarbeiten wollen, könnten Sie das, da müsste ich mal schauen. Ich nehme an, das ist hier bei Einfügen und Ersetzen. Das ist was, da merke ich gerade, das habe ich selber noch nicht durchgespielt, deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht direkt sagen, wie es ist. Ah ja, hochladen, erstellen oder hochladen. Schauen wir hier mal kurz. Und dann können wir hier wahrscheinlich irgendwo einen Upload tätigen mit der H5P-File hier. Auf Hochladen klicken und dann können Sie hier meine Datei hochladen und haben bei Ihnen selber das Menü, was ich hier auch habe. Und können in meiner App weiterarbeiten. Wir sind jetzt wieder in meiner App bei Bearbeiten, Interaktion hinzufügen. An diesen Punkten hier unten sieht man eben die Interaktion. Man kann auch direkt hinspringen und sieht die Einblendungen. In dem Fall. Wenn man dann auf die Einblendungen klickt, kommt ein Pop-up-Menü, in dem man die Aktion bearbeiten kann. Sie sehen jetzt Single-Choice-Set, was ich eben auch in der Präsentation hatte, die erste oder eine der ersten Aktionen, in der Sie die Frage stellen und die Antwortoption angeben, in der die richtige Antwort mit einem roten Stern markiert ist.
Wenn wir jetzt nochmal zu der PowerPoint springen, sind wir hier an dem Punkt Aktionseinstellungen, also Verhalten. Das ist jetzt eine Besonderheit bei dem interaktiven Video. Sie können beim interaktiven Video, kleinen Moment, beim interaktiven Video das Verhalten, eine Verhaltenseinstellung tätigen. Das ist das, was wir bei dem Loop hatten. Ich springe jetzt nochmal bei der Bearbeitung. Ich will jetzt doch diese Aktion nicht bearbeiten, dann kann ich einfach im Browser zurückdrücken und komme wieder auf den Schirm und gehe hier. Hier sehen Sie, ist dieser Crossroad, diese Crossroad-Entscheidung. Achso, ich muss jetzt wieder auf Bearbeiten, Entschuldigung. Wir gehen auf Interaktion hinzufügen. Damit können wir auch bearbeiten. Gehen hier zu der Crossroad-Entscheidung, wo man jetzt hängen bleiben kann. Und ich gehe hier in Bearbeiten und habe hier jetzt den Inhalt. Stimmst du zu? Ja, nein. Und hier sehen wir das Gehe zu. Da kann ich auswählen, wo hingesprungen wird, wenn man diese Antwort auswählt. Und da habe ich ausgewählt, wo eben das nochmal gesagt wird. Also als Wiederholung. Es wird eine Frage gestellt zum Textverständnis und je nachdem, wie man sich entscheidet, kommt man an die Sache, wo nochmal das gesagt wird, für das man sich entscheidet. Das ist der Timecode. Und das ist eine sogenannte Verhaltenseinstellung, die eben definiert, was passiert, wenn ich diese Interaktion ausführe. Bei welchem Punkt, das ist ähnlich wie im Branching, es öffnet sich etwas, es gibt A und B. Was passiert, wenn ich A mich für A entscheide? Was passiert, wenn ich mich für B entscheide? Bei mir war es, dass beides ein Stück zurückspringt. Und dadurch erzeugen wir diesen Loop, der halt eine Wiederholung, Lernverständnis sein kann, der aber auch die Irritation erzeugt, ich komme hier nicht raus, man muss noch was dazu lernen, gucken, dass man unten Play drückt. Im Idealfall hätte man in diesem Pop-up-Fenster unten schreiben können, haben Sie sich für eine Auswahl entschieden, eine Antwort entschieden, drücken Sie Play oder drückt ihr Play, um das Video fortzusetzen. Ja, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ich wechsle wieder zur PowerPoint. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Also die Verhaltenseinstellung war das jetzt, was passiert, wenn ich da drauf klicke. Die Reaktion auf Nutzereingabe ist etwas anderes, was Sie jetzt auch schon gesehen haben. Ich würde gerne wissen, warum das hier nicht klappt. Das ist dieser Punkt, wo wir jetzt wieder an das Seminar, was ja auch hier mit eingebunden ist in dem Workshop, auf die Gamification zurückkommen. Sie haben ein Feedback bekommen für die Antworten, die Sie gegeben haben. Und direktes Feedback mit dem Balken bis zum Stern, ja, das haben Sie super gemacht. Gamification, also eine Motivation, eine Belohnung dafür, dass Sie diese Aktion richtig ausgeführt haben. Das ist hier unten dieser Punkt. Also hier haben wir nochmal die Verhaltenseinstellung, zu welchem Punkt es springen soll. Und wir gehen hierhin, wieder auf die Einstellungen und sehen hier die Gesamtrückmeldung. In der kann ich angeben, was für ein Feedback der Nutzer bekommt, wenn er sich für diese Aktion entscheidet und eine Aktion ausführt und die war, also richtig oder falsch oder teils richtig beantwortet. Das kann man abstufen. Es gibt auch eine automatische Verteilung und kann eben so den Nutzer dazu bringen, am Ball zu bleiben, zu motivieren, zu belohnen, also Gamification-Elemente einzubinden. Und die Reaktion auf die Nutzereingabe, man kann es auch nochmal so machen, dass man auch einen Loop erzeugt, aber aus dem man auch wieder rauskommt. Aber das nur, wenn man die richtige Antwort eingibt. Finde ich auch eine sehr schöne Variante, wo man das Lernen sehr gut unterstützt und nicht diese Irritation des Loops hat und was Neues erstmal etablieren muss, dass es per Play immer weitergeht, egal für was ich mich und wie ich mich entscheide, sondern didaktisch ganz gezielt an diesem Punkt ein Tor, kommt man nur weiter, wenn es richtig ist. Das wäre die Reaktion auf Nutzereingabe. So, jetzt sind wir noch einmal weiter.
Genau, wir waren, jetzt muss ich irgendwie, springt hier meine Präsentation ein bisschen. Wir waren eigentlich, ne? Wieso komme ich jetzt nicht zurück bei meiner? Da, okay. Aktionseinstellungen waren wir genau. Das zweite, was auf dieser Folie ist, ist das Speichern und die Vorschau. Speichern und Vorschau, es ist wichtig, die Aktionen immer, wenn man sie bearbeitet hat, danach zu speichern, damit eben auf diesem Video und an dieser Timeline die Punkte gesetzt werden und in dem Code, in dem HTML5 und JavaScript, was dahinter liegt, angelegt werden, die Knotenpunkte, sodass man dann später, wenn man fertig ist für den Tag, nächsten Tag weiterarbeiten kann und das erhalten bleibt. Und wenn man die Aktion sehen will, man hat ja in diesem Editor immer nur die Ansicht des Buttons, sieht aber nicht wirklich, was dann der Nutzer sieht, wenn er draufklickt, wie sich das Pop-up ändert und ob die Fragen gut dargestellt sind, ist es das Klicken auf Vorschau, was das ermöglicht. Dann kommt man in diese Ansicht, als wäre die App schon veröffentlicht, kann ausprobieren, ob es in der Darstellung, also nicht nur im Backend, in dem Editor, in dem wir sitzen und jetzt bis jetzt gearbeitet haben, sondern auch im Frontend, was der Nutzer dieser App sieht, funktioniert, ob es alles dargestellt ist, ob man es lesen kann. Und das ist ein bisschen verwirrend bei apps.zoom.de, diese Vorschau, da gibt es keinen Button zurück oder so. Man muss einfach am Browser oben einmal zurückklicken und ist dann wieder im Editor. Das noch als Information. Das hat bei mir auch ein bisschen gebraucht, bis ich dann gefunden habe, wie komme ich aus dem Loop jetzt wieder raus. Ich kann es zwar sehen, aber ich kann es nicht mehr bearbeiten. Das nächste wäre der Punkt 4, die Pflicht zur Urheberangabe. Dieser Punkt ist eben ja, speziell für apps.zoom. Wenn man die App veröffentlichen will, müssen alle Urheberrechtsangaben vollständig eingetragen sein. Das sehen Sie hier auf der linken Seite, und seht ihr, ich springe immer wieder ins Sie, Entschuldigung, hier drüben, da seht ihr die einzelnen Elemente, auf die Urheberrecht liegen kann oder liegt eigentlich immer. Das Bild am Anfang ist von mir erstellt, sieht man hier der Kunze, die Lizenz kann ich also frei wählen. Ich habe mich für Creative Commons entschieden, CC BY SA, also es darf geteilt werden. Aber nur so, wie es ist eigentlich, same as und by heißt, ich muss genannt werden als Urheber, aber sonst kann man damit eigentlich ziemlich alles machen. Man kann es auch abändern. Wenn da ND stehen würde, no derivatives, dann heißt es, man darf es nur genauso benutzen, aber man kann mit der Grafik auch was anderes erstellen. Dann die beiden Videos. Und bei dem Video, ich habe eben mich bedient beim archive.org, großer Tipp, da finden Sie sehr schönes Video, vor allem viel Found-Footage oder alte Lehrvideos. Das Video, was ich benutzt habe, ist eigentlich ein Video von John Cleese von Monty Pythons, um zu erklären, wie Manager richtig Meetings halten. Nachdem man diese Bettszene hat, geht es in diese Gerichtsverhandlung, wo dann erörtert wird, wie gut Gerichtsverhandlungen sind und wie schlecht Meetings, weil man mietet, das war ja im Video drin, you just meet, man trifft sich einfach nur, das soll ja nicht so sein. Man findet also da Sachen, wo schon im Video didaktisch und inhaltlich sehr viel drinsteckt. Und diese Videos sind oft Public Domain, sonst wären sie nicht im Archive dort drin, oder CC BY. Wenn sie Public Domain sind, darf man sie nachher auch als CC BY, also unter Creative Commons Lizenz, veröffentlichen, weil ja Public Domain noch offener ist. Das müssen Sie also eintragen, genauso müssen Sie die URL eintragen, die Quelle, aus der Sie das haben. Das trifft halt für Bilder, auch für Textstellen in anderen Apps, Videos und dergleichen zu, alles, was Lizenzen hat. Dazu noch eine Information, sehen Sie auf der rechten Seite. Bestimmte, habe ich gemerkt, in Erstellung dieser App, bestimmte Lizenzformen werden nicht anerkannt. Da kommt immer inkompatible Lizenzform oder unbekannt, irgend sowas, obwohl sie hier im Dropdown-Menü ist. Das ist hier gelb unterlegt. GP L, General Public License, der Vorgänger von CC, also von Creative Commons, und die Public Domain, die da drunter auch ist. Ich nehme an, vielleicht weil das Amerikanische aus dem Amerikanischen oder Angloamerikanisch aus dem englischen Rechtssystem ist, was bei uns eben nicht greift, deswegen die vielleicht auf einer deutschen Seite nicht auswählbar sind, weil das rechtlich bei uns nicht durchsetzbar ist. Weil das Begriffe und Formen aus dem englischen Recht sind, könnte sein, ist eine Vermutung, Halbwissen, Achtung.
Was auf jeden Fall funktioniert, wenn Sie sich für die Creative Commons entscheiden, die hier oben sehen, also CC BY SA oder CC BY ND, wenn Sie nicht wollen, dass das groß verändert wird. Dann sind wir schon an einem weiteren Punkt. Und zwar ist das ein bisschen verwirrend, noch als Tipp. Die Urheberrechtsangaben sind auf Zoom-Apps auch etwas versteckt, die Sie aber auch ausfüllen müssen, die sogenannten, wie Sie hier sehen, Metadaten. Überall, wo Sie im Editor ein Feld sehen mit Metadaten, sind das Daten, die für den Urheberschutz relevant sind. Da ist ein Titel, den Sie selber wählen können, da geht es um Wiederauffindbarkeit dieser einzelnen Elemente, Suchmaschinenoptimierung und dergleichen. Und dann kommen die wichtigen Sachen fürs Urheberrecht, nochmal eine Angabe der Lizenzversion, also des Creative Commons wird auch immer mal, da gibt es neuere Versionen, da können Sie sich für eine entscheiden. Aktuell ist es die 4.0, Sie können aber auch eine ältere nehmen. Sie können das anlegen, dass das unter dieser Lizenz von dann bis dann gesichert ist, also dass es danach komplett frei ist, das habe ich bei mir gemacht, 10 Jahre ist es jetzt unter CC BY geschützt, danach kann man machen, was man will. Und ich habe die Quelle angegeben und hier ist noch das Zweite, was Sie hier oben sehen, die Rolle. Sie können auch Sachen nehmen, die Sie nicht selber erstellt haben. Bei mir sind es die Grafiken, da bin ich der Autor, die habe ich erstellt, da muss ich auch als Autor genannt werden. Bei anderen Sachen, bei dem Video bin ich nur der Herausgeber, ich bin nicht der Urheber. Das heißt, ich muss da dann auch nicht genannt werden, wenn jemand nur mit dem Video was macht, so gesehen. Aber ich muss den ja nennen, deswegen habe ich das da angegeben. Und das hatten Sie auch in dem Video, bei dem, wenn Sie das geschafft haben, bei dem Abschluss drauf zu klicken, ob es Urheberrechtsinformationen gab. Deswegen habe ich auch John Cleese genannt, weil er eben einer der zwei Urheber dieses Videos ist, die Rechte daran hat und genannt werden muss, wenn ich das unter Creative Commons mit Namensnennung veröffentliche. Und hier drüben nochmal auf der rechten Seite, was wir jetzt schon hatten. Jede App, die Sie finden unter H5P, unter Zoom-Apps, aber auch unter h5p.org oder einstieg-h5p.de, können Sie runterladen unter Reuse und damit weiterarbeiten, die für Ihre Nutzung anpassen oder den Inhalt kopieren, was auch sehr schön ist, in dem Editor und praktisch eine Kopie von dem, was Sie schon gemacht haben, erstellen und da eine Version, eine zweite Version draus machen für andere Klassenstufe, oder mit einem anderen Lernziel, wenn Sie verschiedene Gruppen haben oder dergleichen. Dafür ist es wichtig, wiederum eins weiter, dass Sie das aktivieren, dass Sie diese Buttons eingeblendet werden. Nee, das habe ich hier doch nicht auf der Folie drauf. Einen Moment. Ja, hier sehen Sie es, in dem Editor muss es ausgewählt werden, dass diese Punkte erscheinen, weil es natürlich Ihnen freigestellt sein muss, dass Sie das veröffentlichen wollen und dass Sie wollen, dass das jemand weiter nutzt. Wenn das ja auch unter Creative Commons, aber No Derivatives veröffentlicht wurde, können Sie das damit auch unterbinden, dass jemand das verändert, so gesehen. Und das muss Ihnen freigestellt werden, deswegen muss es eine aktive Entscheidung von Ihnen sein, diese Haken zu setzen. Ich würde es aber sehr empfehlen, im Sinne von OER, Open Educational Resources, das eben anderen auch zur Verfügung zu stellen, dass sie damit weiterarbeiten können. Ja, genau. Ich wäre jetzt mit dem Teil, in dem ich rede, zum Glück endlich fertig, sodass Sie noch ein bisschen Zeit haben, einfach mal auszuprobieren, weil unser Ziel ist es, dass es vielleicht eine oder zwei Personen gibt, die schon eine kleine App erstellt haben, gerne auch auf der Basis meiner, einfach nur die Laufzeiten geändert haben fürs Klicken, sodass wir, wenn wir zurückkommen in den Hauptraum, circa in 15, 20 Minuten, dass auch was vorgestellt werden kann. Das ist der Plan, dass praktisch jede Workshop-Gruppe für das Toto nochmal vorstellt, was passiert ist oder was man gelernt hat, was man umgesetzt hat. Es ist keine Pflicht, wir können genauso gut meine App zeigen und Sie können auch nochmal wie zu Beginn schildern, wie Sie die erfahren haben oder können auch schildern, wie Sie mit dem Editor umgegangen sind. Aber vielleicht schafft es ja jemand, es müssen ja nur ein, zwei Interaktionen sein oder Sie sind eh schon dran. Auf jeden Fall wäre ich jetzt erstmal hiermit soweit durch. Ich würde jetzt nochmal fragen, ob es noch Fragen von Ihnen gibt oder Punkte, über die Sie diskutieren wollen oder ob Sie, was ich empfehlen würde, die Zeit nutzen wollen, wirklich mit dem Editor einfach jetzt nochmal zu arbeiten, 10, 15 Minuten
Und wir dann uns nochmal hier treffen, so gesehen, und wieder ich sie zurück mitnehme in den Hauptraum. Mich würde nur noch mal interessieren, ich weiß nicht, ob da nachher noch Zeit für ist. Ich habe jetzt bloß Multiple Choice und Single Choice Fragen gesehen. Kannst du da aber auch Umfragen erstellen, also dass ich das Video kollektiv gucke und dann dass dann Prozentzahlen angezeigt werden? Prozentzahlen, du meinst jetzt, dass verschiedene Nutzer verschiedene Antworten geben können? Und Genau, ja. das ist eine sehr schöne Frage, das würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube nicht, ich schaue jetzt bei mir im Editor nochmal rein, was wir an Optionen, an Interaktionen haben. Gehe hier nochmal in Bearbeiten rein. Und gehen auf die Interaktionen. Also wir haben Textfeld, wir haben eine Tabelle. In der Tabelle könnte ich das ja so gesehen machen, dann muss es eben durch Eingabe entstehen. Ich kann eine Eingabe, also ich habe die Tabelle noch nicht benutzt. Wir könnten ja jetzt einfach das mal testen. Ich springe an einem bestimmten Punkt, Pause und füge meine Tabelle ein. Man kann die Beschriftung wählen. Mal gucken, können wir noch was wählen? Interaktions. Technisch anscheinend nicht. Das ist also nur eine Tabelle, die was darstellt. Wir schauen mal. Ne? Oh, jetzt ist alles weg. In dem Fall gehen wir mal zurück. Entschuldigung, das ist eine sehr gute Frage. Also ich befürchte, dass es das nicht gibt, weil das schon recht komplex ist. Single Choice, Multiple Choice haben wir hier. Ja, aber ich verstehe das jetzt so, dass es danach aufgeschlüsselt wird, wie viel Prozent haben die richtige Antwort gewählt. Verstehe ich das richtig? Ja, also das wäre ja relativ wichtig, ne? Also bis jetzt habe ich alles gesehen, dass es nur auf den Single-User zurückgeht, also auf die eine Person, die sich durch die App klickt, die kriegt immer das Feedback, wie viel Prozent hat sie richtig beantwortet. Aber es gibt, soweit ich es bis jetzt in meinem Beispiel, ich bin nicht der absolute Experte, gesehen habe, nicht einen Multi-User-Tracking so gesehen, wo dann gesehen wird, okay, das sind die und die, wie das bei anderen Apps geht, bei Padlet oder sowas, glaube ich. Dass man nachvollziehen kann, wer hat welche Antwort gegeben, wie viel Prozent der Klasse zum Beispiel sind bei richtig angekommen oder sowas. Es konzentriert sich auf einen einzelnen Nutzer und auf das Feedback dessen. Was geht, was ich noch nicht erwähnt habe, im Lehrmanagementsystem? Also die Antworten können ja an ein Lehrmanagementsystem weitergegeben werden. Am Ende haben Sie das vielleicht gesehen, die Einblendung, meine Antworten übertragen. Das in der App passiert nichts, das ist nicht in Ilias oder Moodle eingebunden, das kann aber gemacht werden. Dann kommen die Fragen da an und dann kann man da mit den oder die Antworten mit den Antworten weiterarbeiten, kann das nochmal sortieren und kann dann eben sagen, okay, ich habe jetzt, dann wird auch bestimmt hinterlegt, die einzelnen Nutzer, die das gemacht haben, mit ihrem Profil in Moodle oder Ilias und kann somit aufschlüsseln, welcher Nutzer was gemacht hat, wie viel Prozent richtig oder falsch sind. Aber so in dem Format, wie es die App anbietet, ist das nicht hinterlegt mit Multi-User, sondern es geht auf eine Person. Aber Multiple Choice geht, ja. Danke. Bitte. Leider muss man direkt zusagen, zum Beispiel bei uns, wir hätten das gerne veröffentlicht über unseren Blog, der ja auch bei WordPress gehostet ist. WordPress unterstützt H5P eigentlich auch. Da kommt es aber immer auf Plugins an und die WordPress-Version, die auf den Servern der Uni Leipzig läuft, ist ein bisschen modifiziert wegen Rechtssicherheit und dergleichen. Und deswegen gibt es da Plugins, die noch nicht unterstützt werden oder die verhindern, dass H5P läuft. Es ist zwar sehr offen und weit verbreitet, aber es ist leider nicht in allen Kontexten bis jetzt vollumfänglich nutzbar. Gut, so die Zeit, glaube ich, ist so langsam rum. Wir hätten jetzt noch ein paar Minuten, in denen Sie rumschauen können. Vielleicht die, die sich angemeldet haben, eine App auch, wobei das wahrscheinlich in der Zeit nicht geht, auch veröffentlichen. Wenn Sie eine Aktion haben
und das Urheberrecht nur bei Ihnen liegt, dann ist es vielleicht relativ schnell ausgefüllt, aber es ist eigentlich, wie Sie jetzt bestimmt auch schon gemerkt haben, ihr bestimmt schon gemerkt habt, unmöglich, das in einer halben Stunde Workshop eine fertige App zu produzieren. Und wie gesagt, 10, 15 Stunden waren es bei mir und das sind nicht viele Interaktionen, das Video ist nicht lang. Ich würde deswegen nochmal dazu übergehen, ob es noch weitere Fragen oder Anmerkungen gibt. Ich gucke nochmal dabei, genau, auf meine Präsentation. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, die eigentlich in einer der Folien hinterlegt sein müsste. Ich schaue nochmal. Hier ist es unten, genau. Eine Sache, die bei Zoom-Apps leider auch nicht funktioniert, weil Zoom-Apps das unterbunden hat, ist diese Einbindung über iFrame, die auch Benjamin vorhin erwähnt hatte. Das wird bei Zoom-Apps unterbunden von der Plattform Zoom-App selber. Was den Hintergrund hat, das ist ein gemeinnütziger Verein, Gesundheit, der diese Plattform etabliert hat, in die viel Arbeit reingesteckt hat, das uns allen ermöglicht, diese App zu erstellen. Und dann hätten Sie natürlich auch gerne, dass diese Apps auch bei Ihnen genutzt werden, die da erstellt werden. Man kann die dann nicht über iFrame woanders einbinden. Man müsste sie dann daraus exportieren, dann nochmal auf eine andere Plattform uploaden und dann aus der heraus über ein iFrame einbinden. Was natürlich geht, ist im Unterricht einfach auf die Webseite zu gehen und da dann die Leute die App durchführen zu lassen. Es ist ein gemeinnütziger Verein, keine Firma, die dahinter steckt, kein Data Mining, nehme ich sehr zumindest an, und es ist ein deutscher Server, also eigentlich sehr zu empfehlen. Aber leider, da klappt die iFrame-Einbindung nicht. Wir gucken noch mal nach, ob es noch was gibt, was ich nicht erwähnt habe. Ich habe sonst noch eine Frage, und Sehr zwar, gerne. wenn ich ein YouTube-Video einbinde, Ja. was gebe ich denn da als, also am besten in den Urheberrechten ein? Genau, richtig. Das ist ein Problem. Ich habe an die Version erst gedacht, als der Kollege mir gestern gesagt hat, ja, denk dran, nimm das auch noch mit rein, weil ich habe das nicht gemacht. Und dann stand ich vor demselben Problem. Bei YouTube gibt es nur bedingt Angaben zum Urheber. Das ist zwar alles urheberrechtlich geschützt und wird geahndet, wenn man dagegen verstößt. Was aber ein bisschen komisch ist, dass nicht irgendwo steht, also manchmal nicht steht, wer ist der Urheber, wo liegen die Rechte. Dann müsste man eigentlich ein bisschen nachrecherchieren. Kann aber je nachdem nach Kontext, wenn das jetzt im Bildungskontext ist, Lehre, Forschung ist frei in Deutschland, bestimmte Ausschnitte von Videos, wenn das jetzt eigentlich ein 15, 20-Minuten-Video ist, man nimmt davon ein, 2 Minuten oder irgendwas, dann sollte es in der Regel kein Problem sein, wenn das für den Unterricht gemacht wird und da veröffentlicht wird, das zu nutzen, wenn man den Urheber angibt, wenn man sich relativ sicher ist, weil derjenige hat das ja auch auf YouTube gestellt und es damit zur Verfügung gestellt. Man bietet es ja nicht zum Download an oder sowas, sondern man nutzt es, um daraus was Kreatives zum Lernen zu erstellen, was in einem Bildungskontext genutzt wird. Wenn ein Urheber genannt ist, den eben nennen und es dann, würde ich empfehlen, unter CC BY SA und vielleicht ND noch zu veröffentlichen. Das sollte in der Regel gehen. Ich habe es einmal bei mir jetzt, obwohl ich habe die App nicht veröffentlicht, ich habe es bei mir ausprobiert mit einem Musikvideo, mit einem Ausschnitt aus einem Musikvideo, wo ich dann eben die Plattenfirma angegeben habe und die Künstler. Das ging, ich habe es aber nicht veröffentlicht, wo dann eigentlich die letzte prüfende Instanz nochmal passiert. Ich nehme aber sehr an, dass das geht. Aber das ist genauso ein Problem bei YouTube oder bei anderen Plattformen, wenn der Urheber da nicht explizit genannt ist und der Name des Urhebers und die Art der Lizenz, dann muss man da ein bisschen rumfischen. Guter Punkt, ja. Und noch eine andere Frage dann direkt im Anschluss. Wenn man also ein YouTube-Video nimmt, kann man das dann irgendwie schneiden, direkt da drin vielleicht? Oder also kann man Nee, nicht. das ist dabei, das wird in der Länge, in der es auf YouTube ist, dann eingebunden. Dann müsste man Okay. es schauen, ob es eine andere Version gibt oder manuell selber am eigenen privaten Rechner kurz bearbeiten und dann die bearbeitete Version nehmen, indem man die eben hochlädt.
Da gibt es Also ja. da müsste man das erst runterladen, schneiden, dann wieder hochladen, okay. Genau, richtig. Und dann natürlich die Kopie, die auf Ihrem Rechner ist, löschen, damit Sie jetzt nicht dann was runtergeladen haben, was Sie eigentlich dürfen, nicht dürfen oder das vielleicht nachher weitergeben oder so aus Versehen. Ich sage das nur, weil wir hier im Unikontext sind und ich muss darauf hinweisen wegen Urheberrecht. Aber ja, das geht. Müssen Sie leider dann manuell machen. Wenn Sie ein Konto bei Vimeo und YouTube haben, dann können Sie das vielleicht sogar machen. Es gibt das YouTube-Video-Studio, wo dann auch Videos bearbeitet werden können. Aber wenn Sie einfach als Nutzer das nur über die URL einbinden, ja, dann ist es so, wie es vorgefunden ist. Genau. So, ich bin nebenbei noch im Chat mit meinen Kollegen. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir uns um 17:30 wieder im Hauptraum treffen. Ich würde noch mal kurz nachfragen, ob das zeitlich hinhaut, und Sie noch mal einladen, gerne oder euch, Entschuldigung, durch Bild und Ton mit mir in Interaktion zu treten, vielleicht kurz zu schildern, was ihr gerade macht, ob jemand vielleicht so weit ist, dass er was vorstellen kann oder will, weil das eben sehr schön wäre, jetzt so eine kleine Mini-Präsentation. Es kann auch einfach ein Erfahrungsbericht oder einfach, ich spreche jetzt mal über das, wie ich es empfunden habe, diesen Editor, was stört mich oder so sein, damit wir was für die große Runde haben. Ich bin kurz mal abgelenkt, weil ich mich kurz mit den Kollegen abstimme. Ja, ich sehe gerade im Chat die Frage, ob es die Präsentation gibt. Ja, die gibt es. Sie sehen hier unten auch, ach so, jetzt sehen Sie hier den Chat, den mache ich mal weg. Das CC BY SA, das Logo hier unten hinter meinem Avatar, also die ist Creative Commons lizenziert, die werden wir im Nachhinein veröffentlichen. Die Hauptpräsentation, die Sie am Anfang gesehen haben, ihr und die drei einzelnen mit den Workshops, sodass es eben auch nachher zugänglich ist, nochmal nachgebaut, gelernt, geschaut werden kann. Ja, sehr cool, ja, das freut mich, finde ich auch. Ich tippe hier nochmal unsere Webseite ein, d-3.germanistik.uni-halle.de. Darüber werden Sie das dann später sehen und da gibt es auch, die ziehe ich jetzt auch mal schnell raus. Ich mache es hier drüben, dann sehen Sie das auch. Seht ihr das auch? d-3. Und da eben, wenn es jetzt um Video geht, Bearbeitung von Video, noch kleiner Tipp: Ich arbeite in dem Projekt ja als Medientechniker und habe da einen Leitfaden erstellt. Die findet ihr unter der Webseite für Lernende oder Studierende klicken. Starter Kids digitales Lernen, Starter Kids digitales Lehren. Man kommt so oder so hier raus und findet hier verschiedene Starter Kids mit für den Umgang multimedial und digitale Lehre. Und dort finden wir Multimedia für den Home Campus oder Multimedia für die Lehre, je nachdem, ob Sie Student an der MNU sind, in einem Seminar und später Lehrer werden oder das einfach so nutzen wollen. Bei beiden ist ungefähr dasselbe drin. Finden Sie hier ein Starter-Kit, in dem es darum geht, da sehen Sie, wie es bei mir zu Hause aussieht, kann ich Medieninhalte erstellen und hier vor allem um Auflösungen, Bitraten und sowas, was wichtig ist, damit das Video, was Sie benutzen, nachher auch bei den Nutzern gut dargestellt wird. Das Video, was ich benutzt habe, ist eben, weil das von einem VHS digitalisiert wurde und schönerweise dann von Digital Video Arts online gestellt wurde, in der niedrigen Auflösung 640p, was ich eigentlich gut finde, weil es dadurch der Traffic kleiner ist, jeder kann das Video gut und flüssig sehen und auch auf kleineren Geräten kann das genutzt werden. Aber ja, da finden Sie hier in diesem Starter-Kit jede Menge Informationen und auch Links zu nützlichen Apps, Komprimierung von Daten, wenn Sie ein anderes Format, dieses WebM erstellen wollen oder mit Ton was noch verändern wollen, kann ich Ihnen nur empfehlen. So. Genau, deswegen hatte ich hier in einer Folie das noch drin, ganz kurz noch erwähnt, lineares, nicht lineares Erzählen. Das ist genau dieser Punkt an dem Loop, an dem wir alle hängen bleiben. Genau, da kann man eben, Video ist eigentlich linear, aus dem Linearen herausgehen und ja, auch verschieden erzählen. Man könnte also auch zum Beispiel ja, so Mashup-mäßig mit einem Video und dem Text da drin umgehen und Satzbaustrukturen ändern lassen oder verschiedene grammatische Fälle von Worten auswählen lassen und
so vielleicht in der App, in einem Video, einen Text, mit einem Text anders modular umgehen. Also Schleifen erzeugen, was hier steht, ja. Schleifen, sprachliche Schleifen oder Video- oder Interaktionsschleifen, Sprünge, man kann in den Zeiten vor- und zurückspringen, man könnte ein Gedicht nehmen und da eben schauen, wo gibt es da welche Rhythmik, welche, ja, na, jetzt komme ich gerade nicht auf den Term, ich bin eigentlich kein Germanist, welche Reimschemata sind da angewendet zum Beispiel, und das dritte, hier fehlt das Komma, die Tore. Also was aufbauen, was einen nur weiterlässt, wenn man 100% dabei war oder wenn man so und so viel Prozent, man kann auch einstellen, bei 70-80% kriegt man die, zählt es als richtige Antwort, oder 65, was auch immer, sodass man weiterkommt. Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei der Zeit, genau, eine Minute. Ich muss noch mal kurz in den Chat schauen. Ja, genau, perfekt. Also ich würde Sie dann jetzt einladen. Ich öffne hier mal die geteilten Notizen. Unter den geteilten Notizen im MLU-Konf-Raum, jetzt in dem Sie sind, sehen Sie hier oben, nach der Session geht es hier zurück zum Hauptraum. Auf diesen Link zu klicken und dann sich aus dieser Konferenz hier nochmal abzumelden über die drei Punkte. Oder in dem Fall können Sie jetzt auch gerne den Tab einfach schließen. Sie müssen ja nicht hierhin zurück, sodass wir uns gleich wieder im Hauptraum sehen.